Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Valiant Hearts The Great War. Wir haben letztens einen neuen Freund kennengelernt, der uns vielleicht, wie gesagt, beim letzten Part uns helfen wird. Na gut, heute jetzt müssen wir nun das machen. Ich gehe mal zurück. Nein, geht nicht. Okay. Und los geht's. Mr. Schreihals. Und los geht's. Bomben! Au. So früh wollte ich nicht sterben. Oh. Okay. Weiter, nein! Nein, wir haben einen verloren. Oh, nein. Nein, nein, nein. Nein, das darf nicht wahr sein. Nein. Nein. Du darfst nicht tot sein. Du hast eine Tochter. Du hast ein Kind. Du hast einen Sohn. Ist er? Karl? Emil. Mademoiselle Marie Chaillon. Soldat Emile Chaillon aus dem 150. Infanterieregiment wurde am 21. August 1914 durch gegnerisches Feuer verwundet und musste sich dem Feind ergeben. Wir hoffen, dass Sie baldigst Nachricht von ihm erhalten. Oh. Freddy, ein in Frankreich lebender Amerikaner, meldete sich gleich zu Kriegsbeginn freiwillig zur Fremdenlegion. Hinter seiner Kühnheit verbarg sich ein Mann, der von den Schrecken des Krieges gezeichnet war. Ein Mann, der nur an eines dachte: jene zu strafen, die sein Leben zerstört hatten. Diesen Krieg, das machen wir. In der Schlacht an der Marne fand Freddy schließlich eine Spur des Regiments, das von Baron von Dorf befehligt wurde. Frankreich, Marne. Okay, wir brauchen Bomben. Okay, gut, wir brauchen ein paar Bomben. Mal gucken, wo haben wir denn Bomben? Französische Identifikationsmarke. Nach der französischen Niederlage gegen Preußen 1870 und 1871 wurden 1881 die französische Identifikationsmarke vor dem Vor- und Nachnamen des Soldaten, dem Jahr seiner Einberufung, seinen Geburtsort und seine Erkennungsnummer eingeführt. Die Hundemarke wurden benutzt, um Gefallene auf dem Schlachtfeld zu identifizieren und mit dem Problem der vermissten Soldaten und uninfizierten Leichen vorbeizukommen. Oh. Ah, hör mal los. Amerikaner in der französischen Armee. Trotz der Neutralität der Vereinigten Staaten beschloss einige US-amerikanische Staatsbürger auf der Seite Frankreichs in Krieg zu ziehen. Um nicht ausgebürgert zu werden, meldeten sie sich zur Fremdenlegion. 24 der Legionäre fanden den Tod, unter denen auch der junge Dietrich Allen Sieger. Das Medieninteresse, das sie in ihrem Heimatland hervorriefen, trug maßgeblich zum Kriegsbeitritt der USA. Drei Jahre später, bei 1923, wurde ihnen
zum Eifer, zum Ehren, zum Paris, auf dem, ja, was? Auf dem Place auf Hotel des Unis als Dankmal errichtet. Okay. Die Schlacht von Marne. Er könnte euch selber durchlesen, weil ich keine. Ja. Na gut, ich lese vor. Nach seinem Rückzug im August verlangte der französische Heer, sich neu zu formieren und den deutschen Truppen entgegenzutreten. Am 6. September begann französisch-britischen Offensive. Gegenoffensive gegen Zwang, den deutschen Armee in der Schlacht von Marne sich zu Norden zu ziehen. Damit war der nach dem Grafen des Schlieffen, keine Ahnung, was der Name ist, für seine ja, kenne ich auch nicht so besonders, benannten deutschen Angriffsplan gescheitert und der Fall von Paris abgewendet. Ab Dezember verfestigten sich die Form und der blutige Grabkrieg begann. Die Maschinengewehre stehen exemplarisch für die Bedeutung des technischen Fortschritts. Während des Ersten Weltkriegs zu Kriegsbeginn verfügt jedes Infanterie-Regiment über ein Maschinengewehrkompanie mit jeweils 6 MGs. Zunächst waren die MGs zu schwer, um Infanterie zu folgen zu können. Doch im Laufe des Krieges wurden leichtere Varianten entwickelt. Mit ihrer enormen Feuerkraft, 400 bis 500 Schuss pro Minute, machten sie im Krieg bisher so wichtige Kalorie praktisch bedeutungslos. Zu Beginn des Krieges wurden Maschinengewehre hauptsächlich von der deutschen Armee eingesetzt. Eroberung von Fahnen. Fahnen besaßen 1914 eine große Symbolkraft für das Regiment. Regimenter aller Armeen eroberte Fahnen wurden im Generalstab wie Trophäen aufgestellt. Im Fall einer Niederlage nahmen sich die Soldaten Zeit, sich die Fahnen zu vergraben oder zu verstecken, damit sie bei einer Gefangennahme nicht in Händen des Feindes fällt. Mit dem Beginn des Grabkrieges verschwanden die Fahnen langsam von dem Schlachtfeld und wurden nur zu für militärischen Zeremonien hinter den Fronten hervorgeholt. Okay. So. Was geht's? Neuer Tagebucheintrag. Wir haben noch einen. Wir sind noch einen weiteren Tag. Feinings. Gerade etwas besser gesprochen. Wir sind noch einen weiteren Tag marschiert. Heute haben wir zum ersten Mal Geschützfeuer gehört. Ich will nicht töten müssen. Ich muss aufhören, darüber nachzudenken und etwas Schlaf bekommen. Dieser Brief hat mir sowas von Schrecken eingejagt. Unser armer Vater, er wurde verwundet und ist in Gefangenschaft der Deutschen geraten. Ich weiß nicht, ob seine Verwundung ernst ist und er gut gepflegt wird. Man hat mir berichtet, dass die Gefangenen Briefe erhalten dürfen. Morgen werde ich ihm schreiben. Oh. So. Na komm. Noch was, oder? Zweiter? Okay, was ist das jetzt? Knopf einer französischen Uniform. Der lange blaue Mantel der französischen Armee war mit goldenen Knöpfen versehen, während die Soldaten anderer Armeen bereits Fettgrau trugen. Machte die auffälligen Uniformen der Franzosen mit ihren glänzenden Knöpfen und den roten Hosen die Soldaten an der Front zum leichten Ziel. Ja, Gold sollte man nicht tragen. So, ihr Flecht?
Gut, jetzt hab ich's. Alle, alle! Lass mich gerade mit dasselbe spielen. Brücke sprengen. 3, 2, 1. Und auf. Ha. Die Brücke ist gesprengt. Und zack. Ne, keine historischen Waffen, gut. Dachte schon. Ballung, Ballung, Ballung und gleich kann er schießen. Hey Kummel, ich glaube, da warst du vor oben. So, kriegt denn das wenigstens irgendwie? Nein. Ah, ich hab's, gut. Ich muss es suchen hier. Warum schießt es? So, hier haben wir einen Brief. Was ist das?
Stickerei. Leinen war kostbar und oft mit Initialien bestückt. Entgegen der landeshäufigen Meinung war das Stricken nicht nur Frauen vorbehalten. Viele Kriegsgefangene strickten wegen ihrer Gefangenschaft. Also verständlich. Das war's für den. Und? Das war's für den. Okay, gut, was soll man machen? Ah, die Flagge eingenommen. Ha! Flagge eingenommen. Flagge zerstört, sorry. Sehr zerstört. Dank der britischen Unterstützung war der deutsche Plan gescheitert. Die Front verlagerte sich nach Norden und verfestigte sich mit Einbruch des Winters. Die Soldaten gruben sich in einem gewaltigen Labyrinth von Gräben und Tunneln ein, die das Bild vom Ersten Weltkrieg auf ewig prägen sollten. Karls Regiment zog sich bis nach Neuve-Chapelle zurück, in das Feldlager, in dem Emil gefangen gehalten wurde. Ja, na gut, wir wechseln, wir treffen uns gleich beim Endcard, also bis gleich. Och, ja, der Krieg, muss ich sagen, der war schon mies genug. Aber Kriegsgefangene und so weiter. Aber scheide immer noch den Krieg allgemein für Schwachsinn, wenn sollte jetzt noch ein dritter Weltkrieg rausbrechen, also wieso? Wow, um unsere Waffen zu zeigen oder ich weiß nicht. Ja, das war's erstmal für diesen Part von Let's Play Volume Hearts The Great War. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Volume Hearts. Und auf Wiedersehen.